Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, nämlich wie die Frage Politik und Glauben und jetzt wird es vom Christentum insgesamt auch im Spannungsfeld der Religionen zu bewerten ist. Also für meine Partei sage ich ganz offen, klar und deutlich, das beschäftigt mich sehr als Christ, selber als einer, der auch sehr gläubig lebt und versucht, also sich zu beteiligen in der Gemeinschaft, sehe ich eine sehr parallele Entwicklung zum Teil zwischen katholischer Kirche, das rede ich gar nicht vom Christentum, katholischer Kirche und der österreichischen Volkspartei. Und die Frage ist, warum ist das so? Und da geht es sehr viel um die Frage Werte, Modernität, also was ist unser Wertekanon, an welchen Grundfesten stehen wir, es gilt für beide, historisch, aus unserem Selbstverständnis, aus unserem christlichen Leben in der Kirche und aus unseren Grundsätzen in der Partei auf der einen Seite. Und das Zweite, wie weit sind wir wollend oder auch tatsächlich so sozusagen entwickelt, dass wir auf neue Lebenswelten, Herausforderungen, Antworten finden. Und in beiden Bereichen, weder in der katholischen Kirche, ich sage es offen, wie in der Partei, haben wir diese Frage zwar gestellt, aber nicht ausreichend beantwortet. Und das ist das Drama, das sich da im christlich-sozialen Bereich, im katholischen Bereich aus meiner Sicht zunehmend entwickelt. Ich muss das so offen auf den Tisch legen, wie es ist. Und diese Frage ist gestellt und sie muss beantwortet werden. Ich glaube schon, dass Werte, die aus dem christlichen Leben kommen, moderner denn je sind. Würde mich hüten davor, daraus politisches Kapital schlagen zu wollen, aber habe schon versucht, um Ihre Frage zu beantworten, aus meinem Selbstverständnis, der aus einer bäuerlichen Welt kommt, der diesen Jahreszyklus, und der hat mich immer bewegt, auch im Finanzbereich, dieses Frage, man muss etwas ackern und hart arbeiten, bevor man sehen kann, und dann muss man ein paar Monate darauf schauen, bevor man überhaupt was ernten kann, der hat mich bis hin zum Finanzbereich, und das ist ein sehr christlicher Zugang, extrem berührt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen kann ich auch mit diesen Typen allen nichts anfangen, die nur ans Ernten denken, aber nicht an das, was vorher kommen muss. Und die es am liebsten hätten, dass alle anderen sehen, aber sie selbst nur ernten. Und das ist ein wichtiger Punkt und an dem kann man natürlich vortrefflich streiten. Aber ich glaube, das müsste für jeden Menschen ganz ein wichtiger Punkt sein. Damit hängt dann auch Vergänglichkeit und Abschiednehmen zusammen. Da kann man dann vieles auch diskutieren. Und das ist Gerede in der Politik ins Hintertreffen. Ich halte auch nichts davon, dass politische Parteien Ansprüche auf Religionen oder Religionsgruppen definieren. Also sprich, katholische Mitbürger sind Schwarze und die Caritas ist mittlerweile grün oder rot oder vielleicht doch nur schwarz. Alle diese Debatten heute für alle für völlig verfehlt. Es hat eine mit dem anderen nichts zu tun und da muss man ganz klare Trennstriche ziehen, aber trotzdem in der politischen Verantwortung christliche Grundwerte zu positionieren, das habe ich schon versucht. Das war mein Ministerium, Lebensministerium, Sie haben es angesprochen, Umweltministerium, ein prädestiniertes dafür, keine Frage. Aber auch das Finanzministerium ist aus dieser Sicht nicht ganz zu unterschätzen, was diese Frage christlicher Grundwerte betrifft, wie man heute in den Zeitungen seit Monaten lesen kann bei manchen Finanzministern. Ich denke extrem viel darüber nach. Ich sage ganz ehrlich, zentrale Herausforderung. Wir haben in mehreren Arbeitskreisen und überall mich engagiert. Ich glaube, es muss einen Grundkonsens auch geben in der Entwicklung der Kirche. Das sieht man in Gersoch mit dem Norbert und das kannst du viele nennen oder leider nicht zu viele. Es hängt überproportional viel an den Menschen. Wenn wir glauben, dass man die ganze Frage der Entwicklung der katholischen Kirche über Grundsatzprogramme oder Änderungen in den und den Themen diskutieren, das ist notwendig, das ist ein Unterfutter. Und wir brauchen charismatische, das gilt stark für die Politik, aber noch stärker, glaube ich, für die Kirchen, charismatische Kirchenmänner und Frauen, die einfach die Begeisterung für den Glauben, für den katholischen Glauben, für die Kirche insgesamt wieder stärken. Das ist viel zu unterentwickelt. Ich halte das für ganz eine dramatische Fehlentwicklung. Da können wir über die Frage, wie der Feier geschieden, alles endlos diskutieren. Die Kreise werden immer kleiner, aber die Begeisterung muss woanders ausgehen. Es hängt an, ganz stark, glaube ich, an Personen. Das wird unterbeleuchtet. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und ich soll das vorsichtigerweise sagen, ich habe ein bisschen den Eindruck als politischer Mensch, und das ist ein rein professionell politischer Zugang als Parteimann und Parteichef, das Gefährlichste ist, wenn sie überall Gruppen bilden. Die einen haben das Symbol, die andere das, und die separieren sie hier, und die machen das, und der hat den Namen, und die betreuen 20 Obdachlose, und das alles unter einem Dach.
Das sind tolle Initiativen, aber wenn die Gesamtzusammenschau verloren geht, wird das dramatisch für die Kirchen. Das ist meine Meinung. Und das habe ich auch bei uns gesehen, wenn man es wieder in der Politik vergleicht, du musst allem Einhalt gebieten, du musst es blühen lassen, aber die müssen immer unter einem Dach und unter einer Idee ganz konsequent für etwas liefern, nämlich Menschen heranzuführen an die sozialen Aufgaben, an all das, was die Kirche und den katholischen Glauben bewegt. Und wenn das nicht passiert, dann wird es eher zu einer Wildwest-Auseinandersetzung werden und das befürchte ich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass das dokumentierbar ist an einer totalen Entfremdung. Jetzt komme ich aus einer extrem katholischen, bäuerlichen Gegend, ja? Wirklich unglaublich stark. Stift Lilienfeld, super und alles. Und, ist positiv und besetzt. Frauen und Männer sitzen jetzt schon gemischt, natürlich sind sie getrennt gesessen, also in Tirol ist das, glaube ich, immer noch der Fall. Aber na, in den Kirchen schon. Entschuldige. Ja. Nein, war jetzt nur so ein Nebending. Aber es kommt selbst in den wirklich grundsoliden, auch meine, ich sehe es für meine Eltern, 70-Jährige und meine Mutter und so weiter, eine totale Entfremdung der Amtskirche und denen, die da oben wo sitzen und denen, die vor Ort katholischen Glauben und Glauben leben. Und das ist zwar vielleicht praktisch, weil man sich dann nicht mehr kümmert, die da oben, aber das ist dramatisch für das Gesamte. Das ergibt eine Öffnung für einen Spalt, der da hineinzuschlagen ist, der dramatisch werden kann. Glaube ich zumindest. Und wenn dieser Lückenschluss nicht wieder funktioniert, den hat der islamische Glauben viel stärker in sich. Also diese Geschlossenheit von oben nach unten, diese klare Ansage, in der Abkehr auch vom Radikalen, ja, gibt da überhaupt keine Emotion. Aber in diesem ganz klaren Grundselbstverständnis, wir sind alles eins und wir unsere Stellen erinnern, gingen wir in eine Richtung mit aller Konsequenz, das ist uns ja absolut abhandengekommen. Und wenn in der katholischen Kirche wir mehr beschäftigt sind in der Frage Papst, also Amtskirche vor Ort und was tun wir da herunten und das diskutieren wir in allen Zusammenkünften, geht das überhaupt noch, dann machen wir unser eigenes und schauen wir, dass wir selber weiterkommen, dann zeigt ja das, wie dramatisch die Situation ist. Also ich halte die Situation für äußerst angespannt, im Selbstverständnis der Leute, des Kirchenvolks, extrem. Und da darf man uns auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass so Frage Wiederverheiratung, geschiedene Zölibat und anderes, das sind Stellvertreterdebatten für dieses meiner Meinung nach umgekehrte Grundsatzproblem.